Ja, hallo, liebe Leute, zur siebten Folge unseres, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, New Cycle Let's Plays. Ich habe mich tatsächlich dazu entschieden und habe aus dem Preview ein Let's Play gemacht. Ursprünglich geplant war ja, dass ich in den Early Access nur mal ein paar Folgen reingucke, ob das was taugt, ob das was kann oder ob es weg kann. Und was soll ich sagen? Dadurch, dass ich es jetzt zu einem Let's Play umgewandelt habe, könnt ihr es euch wahrscheinlich schon denken, ich finde es mega gut. Mir macht das super Spaß. Und seit ich in der letzten Folge dann festgestellt habe, dass man die Welt erkunden kann und dass man hier im Zweifel sogar eine Eisenbahn bauen kann. Also, wo waren das jetzt mit der Eisenbahn? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Irgendwo haben wir es gesehen, dass man sogar Eisenbahnen bauen kann. Ja, was soll ich sagen? Ich habe richtig Lust, mir die anderen Gebiete hier anzugucken, diese Provinzen zu erkunden mit unseren Speertrupps, vielleicht andere Gebiete zu besiedeln, inwieweit das geht. Schauen wir mal. Aber ich habe da wirklich Lust zu. Und deswegen werde ich das noch ein Weilchen weiterführen, dieses Let's Play jetzt. Das gucken wir uns doch mal an, was dabei rauskommt. Genau, aber heute werden wir erstmal uns wieder der Forschung annehmen. Wir haben ja jetzt gerade die stabilen Wurzeln erforscht hier hinten im vierten Zyklus. Und jetzt gucken wir mal, was der Kollege von uns möchte. Wir haben es als Gemeinschaft weit gebracht. Unser Bedarf an verschiedener Infrastruktur für unterschiedliche Bedürfnisse und Produktionsketten wächst rapide an. Das ist mir auch schon aufgefallen. Unsere Siedlung braucht dauerhafte Lösungen, die fortgeschrittene Baumethoden unterstützen. Zusätzlich werden fortgeschrittene Bauten regelmäßige Wartung benötigen. Baue ein Wartungsgebäude und weise ihm eine Arbeitskraft zu, um die Priorität der Bauaktivitäten in der ganzen Stadt zu managen. Aha. Verfolge die für Wartungsaktivitäten verbrauchten Ressourcen und lege die Instandhaltungsstufe fest. Na dann, gehen wir mal los, oder? Bauen wir ein Wartungsgebäude. Wir haben zwar, glaube ich, noch keine Gebäude, die Wartung benötigen, aber die werden demnächst kommen. Das heißt, wir machen die Quest einfach mal. So. Kascheme, Speergilde. Friedhof gibt's? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist der denn gekommen? Naja, gut. So, Nachricht von Speertrupp 1. Wir gucken gleich. Wo ist denn dieses Wartungsgebäude hin verschwunden? Wir gucken gleich mal. Das muss ich doch hier irgendwo verstecken. Bin ich blind? Naja, wir gucken jetzt erstmal, was der Speertrupp will und dann kümmern wir uns drum. diese Ressourcen in dieser Gegend sind nicht üppig genug für eine langfristige Produktion. Wir sollten unser Glück woanders versuchen. Okay, das heißt, wir schicken die jetzt mal woanders hin. Provinz, das war nix. Dann geht ihr doch, hoppla, Hilfe! Mal zu dieser Provinz. 3 Tage. Abflug. So. Dann gehen wir wieder raus. Ich habe doch das Wartungsgebäude freigeschaltet. Wo versteckt sich denn das? Grube Mine? Sägewerk, Suppenküche, Gießerei, Schmied, Brennofen, Schneider, Bauernhof. Kann man hier noch scrollen? Oder wo ist das Ding? Oder muss ich hier die... Nee. Versorgung? Friedhof? Hier noch 2 und 3. Okay. So, da ist das Wartungsgebäude. Dafür brauchen wir aber 10 Glas. Okay. Das heißt, damit sind wir dann schon mal durch. Das heißt, wir gehen wieder in die Forschung und gucken mal. Glas wäre hier oben. Können wir auch erforschen. Werden wir auch tun. Abflug. Wird 60 Stunden gehen. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf Glas. Das brauchen wir sowieso, weil ich glaube, wir haben ja jetzt auch erforscht mit den stabilen Wurzeln. Nee, die Hütte kommt hier oben, ne? Lass mich nochmal gucken. Genau, da kommt das Wohnhaus. Das heißt, wir können dann eigentlich unsere Hütten upgraden. Oder? Es gibt hier zumindest so Upgrade-Buttons, denke ich. Geht noch nicht, wird aber vielleicht irgendwann gehen. Schauen wir mal. Kleidungsverbrauch passt noch. Wie habe ich denn jetzt diese Lampen hier angeschalten, um Himmels Willen? Wie habe ich das denn geschafft? Hilfe! Ich habe hier irgendeine Info eingeblendet. Wo habe ich denn da drauf gedrückt wieder? Was ist eigentlich das hier unten? Ah, das sind die Speergilden. Okay.
Wie habe ich das denn geschafft? Wobei es nicht schlecht ist, dann finden wir unsere Gebäude schneller. Ich kann euch nicht sagen, mit welchem Hotkey ich... Wenn irgendjemand weiß, welcher Hotkey das war, sonst muss ich mich da mal in Ruhe damit auseinandersetzen nach der Folge. Irgendein Hotkey habe ich jetzt aus Versehen gedrückt, der mir hier so Sachen einblendet. Ich kann euch aber nicht sagen, welcher. Naja, vielleicht weiß es von euch jemand, ansonsten kümmere ich mich mal nach der Folge drum. Was ist eigentlich aus dem Handwerker geworden, den wir hier... Oh, ich habe vergessen, Training beginnen zu drücken. Ich habe mich schon gefragt, ob wir nicht irgendwann mal einen Handwerker ausgebildet haben. Hätte natürlich beginnen drücken sollen. Gut. Dann gucken wir jetzt doch mal. Genau, Lebensmittel sind wir am Limit. Das sieht mega gut aus. Das heißt, wir werden in unserem Lager... Ich glaube, Essen kannst du nie genug haben. Nochmal 1000 Platz schaffen. Eisenbarren gehen jetzt allmählich ans Limit. Was ist hier los? Ach so, die maximale Lagerkapazität. Da sind auf einen Schlag 500 Wasser verschwunden. Ach, der Verbrauch ist auch... Kommt der schlagartig? Wundert mich, aber ist okay. Ist okay. So, Steine hat es hier noch genug. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben noch Pilze und Fleisch und so. Haben wir auch. Hier hinten haben wir auch noch Pilze. Das läuft eigentlich alles. Wir könnten noch ein weiteres Lager bauen für mehr Lagerkapazität, denke ich. Eine Lagerhalle nicht. Wir müssen noch ein normales Lager bauen. Ich denke, wir haben hier ja jede Menge Bäume weggeholzt. Kriegen wir das hier rein? Hier vielleicht? Ne, das sind die Steine im Weg. Ja, dann bauen wir es hier rüber. Nee. Ich glaube, es ist etwas... Es kam heute ein großer Patch für das Spiel. Ihr merkt es beim Drehen. Es kam heute ein größerer Patch für das Spiel und ich glaube, da ist was schiefgelaufen oder liegt das an mir? Weil normalerweise kann ich mit WASD die Karte bewegen. Seit heute lustigerweise aber auch mit E. Das ist jetzt irgendwie doppelt belegt. Also W und E sind doppelt belegt, was dazu führt, wenn ich ein Gebäude nehme und das jetzt hier oben steht es ja mit Q und E drehen möchte, dass wenn ich jetzt E drücke, dass sich die Karte bewegt und sich das Gebäude dreht. Das ist ein bisschen wild. Das war in der letzten Folge definitiv noch nicht so. Und da ich an den Einstellungen nichts geändert habe, glaube ich, kam das mit dem Patch. Muss man gleich mal, oder ich guck mal nach der Folge in die Einstellungen, ob man das los wird wieder. So, der Bericht von Speergrupp Drupp 2. Er hat eine Baumstammquelle gefunden. Auch wenn der Boden und die Oberfläche nicht erscheinen, als brächten sie irgendwas hervor, können wir die Bäume nutzen. Mehr Baumbestand, in dessen Schatten wir rasten können. Gehe zum Zentrum der Region und beginne mit dem Bau der relevanten Strukturen, sofern du genügend Ressourcen hast. Da gucken wir jetzt doch mal, was uns da erwartet. So, hier haben wir eine Provinz entdeckt. Da könnten wir jetzt theoretisch Baumstämme abbauen. Ja, stimmt. Jetzt ist hier ein Holzfäller entstanden. Das ist eine Regionsverbesserung. Dafür brauchen wir aber Straße bauen. Wachhütte bauen. Tägliche Betriebsausgaben. Die Straße kostet nichts. 340 Steine. Baut er da eine Straße von Moppihausen bis in die Hochebene? Das ist schon viel Stein. Komm, wir probieren das mal. Erforderliche Entwicklung, Regionsverbesserungen. Die habe ich noch nicht. Dann geht's noch gar nicht. Dann schicke ich meinen Speertrupp mal weiter hier zur nächsten Provinz. Ihn hier? Ist der andere hier unten angekommen? Ja, der ist angekommen. Da müssten wir auch eine Meldung von ihm hier haben. Da gibt's auch nichts. Dann schicken wir ihn auch weiter. Hier runter zustern. Gucken wir uns das an. Können die da eigentlich beliebig lang rumlaufen, ohne Essen und so? Geht das? Weiß nicht. Wir schicken sie so lange, bis wir was anderes hören. Was wollte ich jetzt gucken? Ach so, die Forschung ist fertig. Richtig. Wir können jetzt Glas produzieren und Sand und haben das Wohnhaus bekommen. Ich denke, wir machen jetzt direkt mit den Schmelzöfen weiter. Oder mit der für die Expansion brauchen wir mehr Papier. Das gibt uns auch die Lagerhalle. Hier unten gibt es Draht. Das wäre auch nicht verkehrt. Dafür brauchen wir aber schon hier Kupferbarren.
Und hier brauchen wir Draht für. Okay, das heißt, wir müssen als nächstes die Schmelzöfen machen. Abflug, da haben wir ja auch alles dafür. Und jetzt gucken wir mal nach Glas und Sand. Wer produziert uns jetzt den Sand? Das müsste doch er hier sein, oder? Oder ist das... Nee, das ist die Grube gewesen, ne? Die Grube produziert Sand. Wo ist sie? Hier. Genau, wir können hier auch Sand produzieren. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine weitere Grube und dann einen weiteren Brennofen für Glas. Das ist jetzt so das Ziel. Wir haben Training abgeschlossen. Wir haben einen Handwerker bekommen. Wo wollte ich den denn hinstecken? Wir hatten noch irgendwo einen Betrieb, wo Handwerker reingehen. Was war denn das? War das... die Mine war es, ne? Die Mine war es, ich erinnere mich. Ja, 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 ja. In der Mine kann ein Handwerker arbeiten. Den packen wir mal rein. So. Und dann können wir die Mine... Sind wir kupfertechnisch eigentlich schon am Limit? Da wollte ich nicht hin. Produktion Kupfererz 238. Da kann man noch ein bisschen was produzieren. Wir brauchen ja dann auch Kohle früher oder später. So, wir wollten jetzt eine weitere Grube bauen. Wir haben halt keine Leute dafür. Wir werden sogar weniger. Sind uns Leute gestorben? Ich glaube schon, ne? Sollen wir mal einen Friedhof bauen? Der ist nicht teuer. Ich denke, das wäre eine schöne Sache für unsere Siedlung. Ein schöner Friedhof, wo die Menschen beerdigt werden können. Hierhin. So. Finde ich eine schöne Sache. Und dann ist es gar nicht so einfach, auf unsere 100 zu kommen, weil wir waren gerade bei 99. Ich hatte es gesehen. Jetzt bräuchten wir mehr. Ja, wir bräuchten jetzt wieder mehr Leute. Viel mehr Leute. Aber ich denke, wir bauen jetzt auf jeden Fall mal eine weitere Grube. Ich weiß nicht, ob ich... Braucht die hier solche... Komm, die bauen wir doch einfach hier dazu, oder? Oder ist das zu... Gibt es noch ein anderes? Guck mal hier hinten. Wir bauen hier hinten noch eine Grube. So, hier. Das kriegt nämlich alles in den Reihen. Ich drehe die einmal rum. So. Bauen wir hier eine Grube hin und eine Straße. Wo ist die das nächste? Wir kommen hier wahrscheinlich nirgends durch, ne? Das haben wir zu eng gebaut. Ja. Bisschen doof. Hier kommen wir vielleicht durch. Nee, Moment. Geht das? Ja. Ja, das geht. Können wir da mal eine Straße hinten rumbauen? Wo ist die Grube? Da oben. Ne, was hat er denn jetzt gemacht? Ah, habe ich Shift nicht schnell genug losgelassen? Okay, jetzt stelle ich mich gerade ein bisschen an. So, nochmal. Jetzt aber. Jetzt aber. Angebunden. Und da wird es dann auch nochmal einen Brennofen geben, der uns dann Glas erzeugt. Aber dafür brauchen wir mehr Leute. Viel mehr Leute. Was sagt unsere Attraktivität? Ja, wir sind schon gut. Wir sind noch nicht gut, aber wir sind kurz vor gut. Das Einzige, was uns fehlt, ist das Gesundheitssystem, ne? Wo kommt denn das eigentlich? Wann kriegen wir hier Gesundheit? Schalter, erzwungene Handwerker, Turbinen, Metallverarbeitung. Praktische Grundlagen der Gemeinschaft, verdiente Rechte, Produktionsketten, Drucksysteme. Ich sehe nichts für Gesundheit. Wo gibt es denn was für Gesundheit? Hier gibt es neue Windräder, eine Windanlage. Das wäre sehr schön, ja. Werden wir auch dringend brauchen, denke ich. Und irgendwo gab es doch einen richtigen Brunnen. Oder hier eine Wasserpumpe. Ja, das sind die interessanten Sachen, auf die ich spekuliere. Medizin habe ich tatsächlich keine gefunden. Noch nicht. Naja. So, die Schmelzhütte ist auch da.
die Kupfer- und Bronzebarren herstellen kann. Aber auch hier haben wir viel zu wenig Leute. Und jetzt haben wir ein Stromproblem plötzlich wieder. Ach so, wegen der Grube, oder? Ja, die braucht ja so viel Strom. Irgendetwas kommt näher. Ein Knurren ist zu hören. Chief, diese Geräusche können nur von einer Maschine stammen, Gott sei Dank. Könnten unsere Ohren uns täuschen? Sehen wir nach. Oh, was passiert? Oh, 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 was passiert? Ein Schiff? Das ist ein Schiff, ne? Okay, okay. Da kommt ein Schiff. Oh Mann, das hat Kanonen. Kommt das jetzt zu mir? Ich muss jetzt erstmal noch für mehr Strom sorgen. Schiff hin oder her? Wir brauchen mehr Strom. So, Nachricht von Spätrup 2. Angesichts der Feldstation und Beschaffenheit des hohen Grases ist gewiss, dass es hier eine unterirdische Wasserquelle gibt. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier oben Wasser gefunden. Dann gehen wir jetzt hier hin. So. Forderungen nach einem Treffen. Jetzt kommt's. Ungebetene Gäste. Ich komme im Namen der Konföderation Autonomer Stadtstaaten. Oha. Mein Name ist Senior Colonel Jay Hamilton, Kommandant der 13. Schwadron. Ich grüße Sie. Ich fordere ein Treffen mit dem Anführer dieser Gemeinschaft. Oh oh. Wenn es schon so losgeht, wenn er schon jetzt fordert, ja. Lassen Sie mich raten, Chief, Hauptmann oder Bürgermeister? Ich hoffe ja nur, dass sie sich nicht General oder Gouverneur nennt. Ich sehe schon, dass meine Ankunft ihr gesamtes Dorf in Aufruhr versetzt hat. Die hübsche Maschine, die mich hergebracht hat, trägt den Namen TMS Horror. Obwohl sie bereits 100 Jahre alt ist, ist sie nach wie vor voll funktionsfähig. Auf dem Weg zurück ereilte uns leider eine Reihe bedauerlicher Zwischenfälle. Wir haben einen unserer Motoren in einem brutalen Sturm verloren, der volle 2 Wochen angehalten hat. Und beim Versuch, ihn zu reparieren, wurden 3 unserer Kameraden schwer verletzt. Trotz eines ausgefallenen Ruders und eines defekten Motors haben wir es, dank meiner enormen Fähigkeiten als Anführer und Seemann, geschafft. Bescheiden ist er nicht, ne? Also... der Küste zu folgen und zu vermeiden, auf offener See umhergeschleudert zu werden, was uns schließlich in ihre Siedlung geführt hat. Ha, ja. Würde ich glauben, sie wären ausreichend fortgeschritten, wäre ich gerne geblieben und hätte diplomatische Beziehungen im Namen der Konföderation aufgenommen. Unglücklicherweise scheinen sie nur ein Haufen Nachzügler zu sein. Daher erbitte ich kurzerhand ihre Unterstützung bei einer schnellen Reparatur, für die wir keine Gegenleistung anbieten können. Wir müssen außerdem unsere Vorräte aufstocken. Normalerweise würde ein konföderierter Offizier sich nicht dazu herablassen, so kleine armselige Siedlungen wie ihre um irgendetwas zu bitten, doch heute erfordern die Umstände es. Überlegen Sie sich Ihre Antwort gut. Die Konföderation handelt nicht, doch sie reagiert immer auf abgelehnte Forderungen. Das ist ein richtiger Sympath, ne? So ein richtiger Sympath ist das. So, wir können Hilfe leisten. Dann kriegt er 355 Eisenbarren, 85 Werkzeuge, 1450 Fleisch, das ist fast mein gesamter Vorrat, und 630 Gemüse, das habe ich glaube ich gar nicht. Dann bekommen wir 10 Tage lang Ausbeutung, minus 20 Arbeitskraft für alle Klassen und minus 40 Moral. Ich sehe keinen Grund zu helfen, eine riskante Option, so wenig wie wir über sie wissen. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihr kaputtes Schiff mit. Chief, diese Leute haben ein funktionierendes Kriegsschiff. Wir können noch nicht einmal Stahl produzieren. Ist diese Kühnheit wirklich notwendig? Ja, so wie es aussieht, werden wir uns ausbeuten lassen müssen, oder? Also hier unten sagt die Antwort ja schon... das sollte man lieber nicht tun. Das ist eine riskante Option. Ich sehe keinen Grund zum Helfen. Oder wir schlucken das halt. Aber 10 Tage? Das tut schon weh, ne?
Kann ich jetzt irgendwie nachgucken, wie viel Gemüse wir eigentlich haben? Nee, ne? Gut, sie nehmen wenigstens nicht unser Essen mit, sondern nur das rohe Fleisch, aber... Naja, wer auch immer die Konföderation ist und wenn sie so fortschrittlich ist, dann ist es doch gut, sich mit denen gut zu stellen, oder? Wir leisten die Hilfe, nehmen das in Kauf, auch wenn Ausbeutung schon ein gemeines Wort ist, das fühlt sich dann gleich schlecht an, ja? Man hätte ja auch 10 Tage lang Hilfe geleistet hinschreiben können, ja, und nicht Ausbeutung. Aber wir machen das. Wir geben ihnen die Sachen. Dazu müssen wir aber mehr Gemüse erzeugen, glaube ich. Was bedeutet, wir müssen diese Küche, die mit Gemüse arbeitet. Welche ist denn das? Wir haben gar keine, die mit Gemüse arbeitet. Das habe ich vergessen, wieder zurückzustellen. Naja. Das Fleisch ist schon weg. Wir müssen mal gucken, ist da hinten in dieser Hütte... Wird da auch Fleisch gejagt? Ja, perfekt. Gut, dann müssen wir mal gucken. Dann sollten wir... Wie viel Fisch haben wir? 652. Ja, wir lassen es erstmal so. Wir produzieren ja auch überragend viel Fleisch. Ich mache mal hier einen raus. Dann kriegen wir das vielleicht besser in den Griff und besser ausbalanciert. Und lass den dafür da hinten so lang... Ne, der kann ja jetzt in der Grube arbeiten, oder nicht? Der kann jetzt so lange in der Grube arbeiten und schon mal ein bisschen Sand erzeugen. Wir müssen uns jetzt hier halt ein bisschen durchkämpfen, 10 Tage. Das hilft ja nichts. Was produziert? Der produziert 29 pro Tag, der Kohlhof. Das ist halt... Ja gut, wenn wir die Ausbeutung natürlich jetzt schon kriegen, ne? Dann dauert das natürlich lange, bis wir dem sein Kohl hier geliefert haben. Aber es gibt auch kein Zeitlimit. Es gibt auch kein Zeitlimit, von daher lassen wir ihn das produzieren. Und gucken, was Speertrupp 1 gefunden hat. Eine unterirdische Wasserquelle. Ups, das ist gut. Jetzt kann er sich noch das da hinten angucken. Abflug. Wunderbar. Ja, da müssen wir durch jetzt irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe, aber ich nehme es jetzt einfach mal. So, hier brauchen wir mehr Papier. Hier brauchen wir mehr Papier. Expansion ist das nächste, was ich erforschen möchte, dass wir diese neuen Gebiete da mal irgendwie angucken können. Ich glaube, das ist sehr interessant, weil das können wir eh nicht machen ohne Schmelzöfen und das nicht machen ohne Schaltkreise. Oder was ist das? Draht ist das, okay. Das heißt, uns bleibt jetzt erstmal nur der Fruchtwechsel und die Expansion. Die Expansion wird mich jetzt als erstes interessieren, tatsächlich. Dafür brauche ich 890 Papier. Das müssten wir jetzt auch relativ zügig haben, glaube ich. Ja, mit dem nächsten Ding hier kommt das. Ja. Und dann müssen wir fleißig wieder auf neue Leute warten. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Strom. Wir sind ausgebeutet. Warum steht da jetzt 20 Tage? Haben wir nicht nur 10 Tage ausgemacht? Das ist nicht schön. Minus 40 Moral. Das tut schon weh, ne? Ausbeutung. Hier steht jetzt aber wieder nur minus 25. Achso, minus 25 Moral, minus 40. Die Arbeitskraft ist das, was so reinhaut, ne? Ja. Puh. Müssen wir uns mal durchkämpfen jetzt ein bisschen. Was ist denn da hinten jetzt los? Was hat er für ein Problem? Was ist hier los? Oder ist das einfach nur, weil er nicht arbeiten kann, weil die Arbeitskraft so schlecht ist, dass sie im negativen Bereich ist und deswegen nichts gearbeitet wird? Weil hier ist sie ja wenigstens noch bei 40. Weil, okay, es müssten mehr Leute reingesteckt werden, ne? Damit die Arbeitskraft hochgeht über 0. Vorher macht das hier halt wenig Sinn. Das ist ein bisschen schlecht. Naja gut, wir erforschen jetzt erstmal die Expansion. So, oh je, Mine, jetzt kommen wieder 1000 Sachen.
Jetzt kommt der andere Speerdrupp. Der hat nichts gefunden. Hier oben, dann geht er hier hin. Wir erkunden alles. So, und was haben wir hier jetzt? Mutualismus. Tiere werden für unsere waren für unsere Vorfahren enge Freunde. In den ersten Monaten des Untergangs unserer Zivilisation waren sie die ersten, die verlassen wurden, und nach einer Weile wurden sie als Nahrungsquelle genutzt. Diese Jäger-Beute-Beziehung, die ein halbes Jahrhundert gehalten hat, kann sich nun ändern. Jetzt haben wir genug Ressourcen und unsere Kinder wachsen in einer Welt auf, wo es wieder eine Option ist, zu teilen. Unser zunehmender Wohlstand lockt streunende Hunde und Katzen in unsere Siedlung. Die Einwohner adoptieren sie letzten Endes als Haustiere, auch wenn sie das anfangs nicht vorhatten. Es wäre das Beste, dieses Verhalten zu ermutigen. Haustiere sind doch schön. Es erhöht die Ration, gibt aber 7 Moral und Chance auf Ungeziefer verringert. Übermäßiger Ressourcenverbrauch, Risiko auf Läuse, Flöhe, Krankheiten und vermeidbare Verletzungen. Nee, nee. Essen können wir immer mehr erzeugen. Das ist nicht das Problem. Dann können wir ab jetzt Haustiere halten. Das finde ich doch schön. Erhöht auch die Moral. Das freut doch die Menschen. Das ist doch schön, weil im Moment ist sie sowieso schlecht. und jetzt müssen wir aber halt mal unser Essen im Blick behalten, weil aktuell haben wir ein echtes Problem, ne? Was hauptsächlich daran liegt, dass wir halt ganz schlecht produzieren. Das heißt, ich muss jetzt übergangsweise, es tut mir leid, auch wenn das weh tut und die Arbeitskraft sowieso schon gering ist, aber wir müssen die Ration mal halbieren, Freunde. Damit wir nicht alles verbrauchen, was wir irgendwie angespart haben. Eine Gruppe von Reisenden. Da kommen sie. Neue Arbeitskräfte. Ich sehe die Grube schon arbeiten. Das ist doch wunderbar. Hier werden Steine geklopft. Ich hatte noch irgendwo. Hier werden auch Steine geklopft. Ja, das passt. Holz ist auch relativ stabil. Also die Baumstämme, das Holz ist relativ stabil, das sieht eigentlich gut aus. Leder wird immer mehr, das können wir aber nicht verhindern, weil das kommt ja beim Fleisch mit und wir brauchen auf jeden Fall diese Fleischproduktion. Hier wird das jetzt hoffentlich gleich besser. Ansonsten, wie ist es bei der Fischproduktion? Produktion, Verbrauch, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ich denke, das passt überall. Lehm ist relativ auf einer Stufe. Bei den einfachen Mahlzeiten müsste das jetzt... Eigentlich müsste der Verbrauch hier jetzt mal sinken. Wir haben ja reduziert, aber das dauert ja immer ein bisschen. Kupfererz ist komplett eingebrochen. Ich frage mich, warum. Weil wahrscheinlich in der Mine zu wenig Leute sind und deswegen die Arbeitskraft negativ ist. Richtig? Richtig. Das sind mit 4 Leuten zu wenig drin, beziehungsweise mit 5. Die Arbeitskraft ist negativ. Solange dem so ist, nehme ich die mal hier raus und lasse sie Sand sammeln. Das ist einfach wichtiger. Na, es reicht nicht. Minus 8. Dann warten wir jetzt auf diese Gruppe Reisende. Wir können ein paar Leute brauchen. Wie viele Kinder haben wir denn aktuell? 40 Kinder? Ach du Schande. So, und damit erfüllen wir jetzt zumindest mal das Quest mit den 100 Einwohnern. Das ist doch schon mal ganz gut. Ein Viertel haben wir schon rum hier. Das ist auch gut. Los, kommt ran, meine Freunde. Wir brauchen euch. Wie viel sind's? 7 Stück. Die nehmen wir auf. Wunderbar. Nachricht von Speerdrupp 1. Wir gucken schnell, was hat er gefunden. Ernstzunehmende Anzeichen für eine Erzader unter dieser Gegend. Wir wissen nicht, wir können mit dem Bau einer Bergbauanlage. Okay, auch nicht schlecht. Dann seid ihr hier unten eigentlich fertig. Dann könnt ihr doch jetzt hier rüber gehen, denke ich. An die Küste. So. Die Leute stecken wir natürlich gleich 5 Stück hier rein. Jetzt arbeitet hier wenigstens mal jemand. Warum ist eigentlich die Quest mit den Einwohnern jetzt immer noch auf 9900? Ich bin doch schon auf 104. Das dauert wahrscheinlich auch wieder, bis sich das ein bisschen aktualisiert. Ja, ansonsten bin ich eigentlich soweit ganz zufrieden. Wir machen jetzt den Laden hier noch voll und nehmen Pilze statt Fleisch. Essenstechnisch
geht es jetzt ein bisschen besser. Das Defizit ist jetzt deutlich geringer. Damit können wir das eigentlich aussitzen, denke ich. Das ist okay. Jetzt kommt der Speertrupp 2. In dieser Gegend gibt es diverse frische Spuren. Sie könnten zu Hause großer Herden verschiedener Spezies sein, einschließlich Großwild oder Teil einer Zugroute. Definitiv ein guter Ort zum Jagen. Okay, da gibt es Fleisch. Ansonsten ist der Kollege hier oben auch fertig. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Hier hoch zu's oder hier rein zu's? Ich glaube hier in den Wald als nächstes. So, geht ihr mal. Können wir ein bisschen die Gegend erkunden. Und jetzt haben wir auch das Quest abgeschlossen. Es läuft alles nach Plan. Wir haben uns in dieser gebrochenen Welt zu einer bewundernswerten Gemeinschaft entwickelt. Das sollte mal jemand Sir Colonel J. James Harrison sagen oder wie er heißt, ne? Die Bedürfnisse werden sich diversifizieren, die Produktion wird zunehmen und wir werden mehr Leute zusammenbringen und wachsen. Die Zukunft, die wir errichten wollen, scheint so nah und real wie noch nie zuvor. Wunderbar. Ich bin halt der beste Siedlungsanführer, ja? Also wenn der Typi da auf seinem Schiff angeben kann, dann kann ich das auch, ja? Also nur dank meiner herausragenden bürgermeisterlichen und bautechnischen Fähigkeiten haben wir das erreicht, ja? So, und ich habe das dumpfe Gefühl, der gute Kollege auf dem Schiff muss noch eine ganze Weile warten, weil das mit 29 pro Tag noch eine ganze Weile geht und im Winter produziert das Ding schon mal zweimal nichts, ne? Das heißt, es tut mir leid für ihn, aber da muss er noch ein bisschen warten. Und den letzten freien mit, ne, den behalte ich. Ich wollte ihn zum Handwerker machen, aber ich denke, den packen wir dafür in die Schmiede. In den Brennofen, weil wir brauchen jetzt Brennofen. Brennofen hat Glas gemacht, richtig? Richtig. Okay. Produktion, Brennofen. Braucht der, oh, der braucht auch 145 Strom, das haben wir aber. Das heißt, wir machen hier hinten einen Brennofen, bitteschön. Der kann dann Glas produzieren für uns, weil das brauchen wir als nächstes. So, dann kriegen wir jetzt gleich die Expansion. Das geht noch 7 Stunden und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, ob wir diese Welt nicht ein bisschen besiedeln können, auch außerhalb von uns, und uns hier irgendwo diese Wasser- und Holzvorräte und Fleischvorräte irgendwie sichern können. Das fände ich sehr schön. Wir fangen dann mal an mit einer Straße und dann können wir doch da Jagdhütten... Okay, da brauchen wir auf jeden Fall schon Draht, so wie es aussieht. Den haben wir noch nicht, aber da arbeiten wir uns ja drauf hin. Aber die Straßen können wir ja schon mal bauen. Das ist ja nicht verkehrt. Und dann werden wir gucken, dass wir den Kohl oder das Gemüse voll rankriegen für diesen frechen Typen da. Und dann kümmern wir uns um den Rest. Das Letzte, was ich jetzt noch gucke, können wir dieses Lagerhaus jetzt upgraden, auf nächsten Rang aufwerten? Ah, da brauchen wir Draht. Dann können wir aus dem Lager ein Lagerhaus machen. Das ist doch wunderbar. Und so können wir auch diese Gebäude aufwerten hier jetzt. Da brauchen wir aber auch Glas und Draht. Das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns jetzt in diesem Let's Play auch in den nächsten Folgen wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.